Hallo zusammen. Im ersten Teil zeigte ich euch Geschichtliches und Geografisches. Im zweiten Teil zeige ich euch, was es sonst noch alles zu sehen und zu hören gibt im heutigen Molinis. Als erstes besuchte ich Hansjörg. Er lebt allein mit seinen zwei Katzen in diesem Haus. Hansjörg verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten der schweizerischen Volksmusik. Über Jahrzehnte trug er Fotos, Zeitungsartikel und schriftliche Dokumente zusammen. Er kennt alles, was mit Volksmusik zu tun hat. 22 prall gefüllte Orden stehen in seinem Archiv. Die Dokumentationen reichen weit ins letzte Jahrhundert zurück. Und das alles ohne Computer und Internet. Themenwechsel. Anhand der Wandbemalung war das mal das Schulhaus. 1995 wurde das Gemeindezentrum eingeweiht. Bis 2008 gingen die Kinder hier in die Primarschule. Dann wurde die Schule geschlossen und die Räume an Private weitervermietet. Ich war erstaunt, was es in diesem Haus alles zu sehen gibt. Gleich nebenan ist mir ein weiteres Haus aufgefallen, das nicht dem Walserstil entspricht, sich aber super integriert hat. Offenbar wohnt hier ein Appenzeller. Bingo! Er stellt sich gleich selber vor. Mein Name ist Roman Dörig. Mir wird gerne das Künstlerische nachgesagt. Ich betrachte mich als einfacher Handwerker, der sehr spezielle Materialien verarbeitet, wie auch die Rosenblätter oder ein Lavendel im Zimmer. Das soll ja beruhigend wirken. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Schlafzimmer tapeziert mit echten Rosenblättern. Roman ist in Anführungszeichen kein Künstler. Er ist aber ein hochkreativer Macher, was er mit seinen Arbeiten beweist. Eigentlich wollte er nach Indonesien auswandern und suchte irgendwo in der Schweiz eine günstige Wohnung für die Vorbereitungen seines Vorhabens. In Molinis wurde er fündig und wohnt heute noch hier. Dieses Haus, es war das Armenhaus, konnte Roman kaufen und baute während 3 Jahren in Eigenregie dieses wunderschöne Gebäude. Indonesien ist ihm aber geblieben, denn jedes Jahr reist er mit seiner Familie 1 Monat noch dorthin und arbeitet in einem Steinbruch. Roman verbaut in seiner Werkstatt in Molinis exklusive Natursteinbrunnen aus Indonesien in die ungewöhnlichsten Möbel. Das zum Beispiel gibt ein Badezimmer-Waschtisch. Was gibt es noch in dem ehemaligen Schulhaus? Ein Mehrzwecksaal, den man mieten kann, mit eingerichteter Küche. Hier hingen einmal die Jacken der Schüler. Und da ist noch eine Wandtafel. Das Schulzimmer wurde subito umfunktioniert in ein komplett eingerichtetes Fitnesscenter. Das ist doch mal was, na? Aber das ist noch nicht alles. In einem weiteren Schulzimmer gibt es ein Physiotherapiestudio. Ich bin Corinne Wettstein. Ich arbeite hier als Physiotherapeutin im alten Schulhaus von Molinis und helfe der Bevölkerung von Schanfigg wieder auf die Beine zu kommen. Am Rande des Dorfes betreibt Felix mit seinem Vater einen Landwirtschaftsbetrieb. Einen von den 4 Bauernhöfen, die es in Molinis noch gibt. Felix hat 56 Tiere. Und Mitte Januar sind in seinem Stall diese süßen Zwillinge zur Welt gekommen. Wie man Bauer wird, erzählt uns Toni. Toni kennt ihr ja bereits vom ersten Teil. Also die 4 Generationen, das Hinweis Hans, Toni. Und einmal der Toni hat geboren. Und jetzt noch mein Geheimtipp, das Postbeizli. Bei Heidi in der gemütlichen Gaststube kann man hervorragend essen. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Es lohnt sich. So,
das war's von Molinis im Moment, aber ich werde bestimmt wieder zurückkommen, denn es gibt noch viel zu berichten über dieses kleine, faszinierende Dorf. Hat es euch gefallen? Dann teilt diese Sendung und abonniert meinen Kanal, dass ihr ja nichts mehr verpasst, denn ich habe noch einiges zu berichten über Schanfigg. LTV, der Sender aus Langwies. Salut!